Aufschieben ist auch eine sehr schöne Geschichte, ist eine, auch eine Verhinderungsgeschichte im Klimazusammenhang zum Beispiel häufig auch unter dem Stichwort, die Technologie wird es schon irgendwann richten. Ja, ist so eine schöne Verschieb- und Aufschiebgeschichte. Die klingt gut, weil man ja eigentlich für Klima ist und so, ne, aber auch für Technik und so. Und in der Zwischenzeit muss ich eigentlich nichts machen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Zukunft der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie wie immer ganz herzlich aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf. Lange galt er als so eine Art Leitbild für die weltweite Ökonomenzunft, der Homo Ökonomicus. Ein Mensch also, der vor allem bestrebt ist, seinen persönlichen Nutzen zu maximieren und das sowohl beruflich wie auch privat. Inzwischen gibt es eine ganze Reihe von Ökonomen, die genau dieses Menschenbild hinterfragen. Einer von ihnen ist Armin Falk. Er ist einer der bekanntesten Verhaltensökonomen Deutschlands, der in seiner Forschung belegt, dass das Verhalten von Menschen eben nur beschränkt rational ist und Charaktereigenschaften wie Fairness oder Vertrauen eben auch eine Rolle spielen. Gerade hat er ein Buch dazu veröffentlicht mit dem spannenden Titel »Warum es so schwer ist, ein guter Mensch zu sein«. Und über dieses Buch hat meine Kollegin Kirsten Ludewig in ihrem Handelsblatt-Podcast Rethink Work, den ich Ihnen natürlich dringend empfehle, mit ihm gesprochen. Es geht in dem Gespräch darum, warum es Menschen oft so schwer fällt, sich verantwortungsbewusst zu verhalten, indem sie zum Beispiel keine Wegwerfbecher benutzen oder für einen guten Zweck spenden. Und sie sprechen auch darüber, warum unsere Persönlichkeit, unser Geschlecht, unsere Erziehung oder die Kultur damit zu tun haben. Also ein durchaus optimistisches Gespräch zum Thema Führung in einer immer komplexeren Arbeitswelt mit so mancher Anregung für Interessierte an dem Weg zu einem besseren Menschen. Und damit gleich zu dem Gespräch mit meiner Chefredakteurskollegin Kirsten Ludewig, mit dem Verhaltensökonom und Leibniz-Preisträger Armin Falk. Viel Spaß. Herzlich willkommen, Herr Falk. Hallo. Herr Falk, Sie sind der Ansicht, dass unser Alltag eine einzige Zumutung ist. Das klingt erstmal schlimm. Wie meinen Sie das? Ich meine damit, dass sehr häufig das, was wir tun, so ein bisschen mit dem auseinanderfällt, von dem wir erwarten, was wir tun sollten. Also zum Beispiel erleben wir uns, glaube ich, alle häufig, also ich kann jedenfalls von mir sprechen, ich glaube, das gilt für viele, als Leute, die zwar eigentlich richtig fänden, sich klimafreundlicher zu verhalten, es dann aber im Endeffekt doch nicht tun. Vielleicht ein Beispiel, ich bin hier nach Düsseldorf mit dem Auto gefahren. Ja. Und das ist in dem Sinne eine Zumutung, weil ich es als moralisches Problem erlebt habe, vollkommen zu Recht auch. Ich hätte mit dem Zug fahren sollen, habe ich aber nicht. Und das ist so gemeint. Also es gibt so ein Spannungsverhältnis zwischen dem, wer wir eigentlich gerne wären oder von dem wir glauben, dass wir das sind, und dann doch immer wieder feststellen, dass wir dann im Alltag scheitern. Also Sie wären gerne der Bahnfahrer heute gewesen, genau. Waren aber der Autofahrer. So ähnlich. Genau. Warum? Ja, weil es bequemlich ist. Ja. Ich könnte jetzt, da sind wir schon mitten im Thema, natürlich auch gute Geschichten jetzt erfinden, die meine Reputation wieder einigermaßen zu retten vermögen. Nämlich zum Beispiel, klar, die Bahn ist immer unpünktlich. Ne? Und ich hätte sagen können, ja, hätte ich ja nie wissen können, dass ich da pünktlich ankomme. Also von Bonn nach Düsseldorf ist tatsächlich schwierig, weil die Köln-Bonner Strecke oft überhaupt nicht bedient wurde oder sehr unzuverlässig und so. Tatsache ist, ich habe auch mit dem Auto im Stau gestanden. Also von daher ist wirklich keine so gute Geschichte. Aber das ist zum Beispiel genau eine der Dinge, die wir dann eben häufig machen, um uns vor uns selber oder anderen eben in einem besseren Licht erscheinen zu lassen. Erfinden wir dann Geschichten, die unser eigentlich falsch oder eigentlich egoistisch oder unmoralisch, wie immer man das nennen will, Verhalten dann in so ein bisschen besseres Licht tauchen. Bevor wir da nochmal näher drauf eingehen, erklären Sie doch mal kurz, was heißt denn eigentlich gut sein und was heißt böse sein? Also oder was, schlecht? Was Verhaltenswissenschaftler darunter im Prinzip verstehen, ist, dass wir uns am Nutzen von anderen Menschen orientieren. Und ein Verhalten wäre dann als unmoralisch zu klassifizieren, wenn ich einer anderen Person ohne guten Grund und ohne gute Motive einen Schaden oder Schmerz zufüge. Mhm. Gutes tun hieße eben, den Nutzen einer anderen Person zu erhöhen. Und typischerweise, und das ist einer der Hauptgründe, warum es uns eben auch schwerfällt, das zu tun, ist eine solche Handlung dann eben mit Kosten verbunden. Also zum Beispiel, wenn ich jemanden pflege und oder einen Altenbesuch abstatte oder
mir die Zeit nehme, jemanden über die Straße zu helfen. Also ob das kleine oder große Dinge sind oder zu spenden. Typischerweise muss ich Ressourcen aufwenden. Das kann Geld sein, Aufmerksamkeit, ja. Zeit und so weiter, um eben den Nutzen einer anderen Person zu erhöhen. Das würde man in verhaltenswissenschaftlichem Sinne als gutes oder moralisch richtiges Verhalten. Jetzt sind Sie Verhaltensökonom, Sie forschen, Sie machen auch sehr viele Experimente am lebenden Objekt. Wie funktioniert sowas? Also Experimente, das klingt immer direkt so nach Tierversuchen oder so. Ein Experiment im... Wobei ich in Ihrem Buch auch eine Maus entdeckt habe im Bild. Das stimmt. Das ist ein sehr spezielles Experiment gewesen. Ein Experiment ist im Prinzip einfach, dass man mindestens zwei Gruppen hat. Eine, die eine bestimmte Versuchsanordnung hat und eine andere, die als Kontrollgruppe dann eben fungiert. Und dann dadurch, dass man manche der Teilnehmer oder Teilnehmerinnen in die eine beziehungsweise die andere Gruppe schickt, ohne dass sie da selber sich rein selektieren können, kann man dann durch die Unterschiede im Versuchsaufbau kausale Schlussfolgerungen über das Verhalten ziehen. Ich sage mal vielleicht ein konkretes Beispiel, weil das ein bisschen abstrakt war. Nehmen wir mal das Selbstbild. Also ich behaupte, das ist jetzt mal meine Forschungshypothese, dass es für Menschen wichtig ist, gut über sich selbst zu denken. Ja, wie kann ich das jetzt rausfinden? Jetzt brauche ich also irgendeine Handlung, die vielleicht moralisch so ein bisschen schwierig oder anstößig ist. Okay, sagen wir, nehmen wir Elektroschocks. Und dann müssen wir manipulieren, gibt es mehr oder gibt es weniger Selbstbild, also Self-Image. Wie habe ich das gemacht? Ein Teil der Probanden konnte entscheiden, gibst du einem anderen Probanden einen schmerzhaften Elektroschlag und kriegst dafür eben 7 €. Und diese Entscheidung hat man aber, ohne dass man sich selber irgendwie gesehen hat, getroffen. Und die andere Gruppe hat genau die gleiche Entscheidung getroffen, also Schmerz zufügen für Geld, entspricht genau der Definition, die ich vorhin auch eingangs erwähnt habe. Und der Unterschied ist aber, jetzt sehen sich diese Probandinnen oder Probanden entweder im Spiegel oder über eine Kameraaufnahme. Das heißt, sie werden sich ihrer selbst viel stärker bewusst. Ja. Und dieser Unterschied im Versuchsaufbau, der ermöglicht es mir jetzt eben diese Hypothese, dass wir gerne ein gutes Selbstbild haben. Und uns auch gerne im Spiegel anschauen. Dass wir uns selber anschauen können und uns unserer nicht schämen, dass das eben ein Treiber unseres Verhaltens ist. Das kann man dann mit Hilfe eines solchen Versuchsaufbaus beispielsweise zeigen. Aber das ist natürlich nur ein Beispiel von Tausenden von möglichen Experimenten. Aber die Idee ist immer die gleiche. Man verändert in der Regel eine oder geringfügige Details im Versuchsaufbau. Und diese Veränderung, die nutzt man dann eben aus, um darüber etwas zu lernen, über die Bereitschaft, zum Beispiel sich prosozial oder moralisch zu verhalten. Warum ist das für Sie eigentlich so spannend, rauszufinden, warum wir so oft im Alltag an uns selbst scheitern? Weil das ist ja erstmal sich ehrlich machen, das ist ja schon auch ein bisschen deprimierend. Ja klar, also ich meine, die Ergebnisse sind nicht immer so, dass man danach sagt, Menschen sind moralische Superhelden. Das kann man wirklich nicht behaupten. Ja, warum ist das interessant? Ich glaube, es ist aus zwei Gründen total interessant und auch wichtig. Das eine ist, als Verhaltenswissenschaftler interessiert mich Verhalten im umfassenden Sinne und wie wir mit anderen Menschen umgehen, also unsere sozusagen prosozialen Handlungen. Also es kann Neid sein, das kann Altruismus sein, das kann Vertrauen sein, das kann positive oder negative Reziprozität sein und so weiter. Das sind ganz wesentliche Verhaltensweisen. Reziprozität, erklären Sie mal ganz kurz. Das ist wie du mir, so ich dir. Ja, okay. Also wenn Sie nett sind zu mir, dann bin ich auch nett zu Ihnen. Oder wenn Sie unfreundlich sind, dann bin ich auch unfreundlich zu Ihnen. Das wäre dann die negative Variante von Reziprozität. Also alle diese Verhaltensweisen sind soziale Verhaltensweisen, weil sie im Kontext mit anderen Individuen, Gruppen und anderen Menschen stattfinden. Und das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil unseres Verhaltens jeden Tag. Und das heißt, wer Verhaltenswissenschaftler sein möchte, muss, glaube ich, sich mit diesen sozialen Verhaltensweisen eben auseinandersetzen oder sollte das, glaube ich, interessant finden. Und das Zweite ist, ich glaube, es ist für die Funktionsweise von Gesellschaften und auch für die allgemeine Wohlfahrt in unserer Gesellschaft wichtig, das Prosoziale zu stärken. Und ich kann es natürlich eher stärken, wenn ich weiß, woran wir scheitern. Das heißt, auch wenn der Versuchsaufbau häufig so ist, dass man sagt, was sind denn die Gründe, warum man vielleicht an seinen eigenen Wertvorstellungen scheitert, ist die eigentliche Absicht natürlich nicht, dass Leute scheitern, sondern dass man über dieses Scheitern etwas darüber erfährt, wie man es anders machen könnte. Als Individuum, als Gruppe, als Unternehmung, als Staat. Klimawandel wäre so ein Beispiel. Ja, das ist eine ganz
klassische Form von prosozialem Verhalten ist eine Form von Kooperation. Wenn ich mich klimafreundlich verhalte, ist das gut für 7 bis 8 Milliarden andere Menschen auf diesem Planeten. Aber es ist eben für mich unter Umständen auch kostspielig. Und dieses Spannungsverhältnis jetzt zu verstehen und zu fragen, unter welchen Voraussetzungen ist jemand eher bereit, sich klimafreundlich zu verhalten, ist natürlich dann für die Frage, wie wir das Klima retten können, von großer Bedeutung. Also insofern ist es einfach spannend, aber es ist, glaube ich, auch politisch wichtig, sich mit solchen Fragen zu beschäftigen. Wenn wir jetzt nochmal auf Sie zurückkommen, Sie schreiben in Ihrem Buch im Vorwort, ich scheitere regelmäßig und habe in meinem Leben schon verdammt viel falsch gemacht. Was denn? Außer, dass Sie mit dem Auto gefahren sind. Also ich bin nicht mit der Bahn. Ich bin heute nicht gekommen, um hier die Beichte abzulegen. Ich werde weder über meine positiven Handlungen Rechenschaft ablegen, noch über meine negativen. Aber ich glaube, das gilt für jeden. Und immer wieder scheitert man eben an dem, was man vielleicht sich selber vorgenommen hat, beispielsweise. Interessanterweise, vielleicht reden wir danach auch noch ein bisschen ausführlicher drüber, ist es auch so, dass wenn man sich mit der Frage der prosozialen Verhaltensweisen beschäftigt, man feststellt, dass Menschen sehr verschieden sind. Also dass sie, es gibt Menschen, die sind häufiger eben moralisch und häufiger sind, andere sind dann eben häufiger egoistischer oder weniger kooperativ, weniger moralisch und so weiter. Aber auch dasselbe Individuum, also Sie oder ich und jemand, der draußen jetzt hier im Tonstudio sitzt, ist auch nicht immer die gleiche Person. Das heißt, auch unser Verhalten unterliegt Schwankungen. Also zum Beispiel, wenn ich müde bin oder gestresst oder traurig oder hungrig und so weiter. Also je nachdem, wie mein körperlicher Zustand, mein emotionaler Zustand ist, ist mein Verhalten systematisch auch ein anderes. Das heißt, selbst wenn wir im Grunde vielleicht in der Regel uns anständig verhalten, kann es in Stresssituationen, in Ausnahmesituationen, wenn wir ängstlich sind und so weiter, möglicherweise schon sein, dass wir eben auch dann uns nicht so verhalten, wie wir es eigentlich von uns erwarten würden. Lassen Sie uns da direkt tiefer einsteigen. Sie sagen, man ist immer beides. Man ist gut und man ist schlecht. Und wie viel hängt dann letzten Endes von dem Charakter ab, von der Persönlichkeit ab? Genau, also es gibt zwei ganz wesentliche Quellen von Variation, sage ich mal, die das Verhalten beschreiben. Das eine sind Unterschiede in den Persönlichkeiten. Und da kann man eben, das kann man mit Experimenten zum Beispiel machen, rausfinden, dass wenn ich, sagen wir mal, 100 Probanden alle in die gleiche Entscheidungssituation versetze, zum Beispiel, dass ich denen Geld gebe und sage, davon könnt ihr jetzt irgendeinen beliebigen Geldbetrag hergeben für das Rote Kreuz oder für behinderte Kinder oder für einen anderen guten Zweck. Und jetzt kann ich eben gucken, wie viel geben die Leute denn da ab. Das heißt, ich kriege eine Variation und kann sagen, für eine gegebene Entscheidungssituation, die hier für alle komplett identisch ist, werde ich große Unterschiede in der Prosozialität feststellen. Und das ist etwas, was wir mit Persönlichkeitsunterschieden bezeichnen würden, weil es nicht durch die Situation erzeugt wird, sondern eben durch Unterschiede in unseren Charakteren, so wie wir eben groß werden. Und da gibt es große Unterschiede, ne, die man auch zum Teil beschreiben kann. Zum Beispiel, wenn man über Geschlechterunterschiede nachdenkt oder andere Gruppen vergleicht, gibt es Gruppen, die systematisch auch hier prosozialer sind als andere. Haben Sie ein Beispiel? Gesehen. Frauen sind im Schnitt prosozial als Männer. Das höre ich natürlich sehr gerne. Ich habe nicht gesagt, jede Frau ist prosozial. Aber im Schnitt, das finden wir in Deutschland, das finden wir in über 70 Ländern dieser Welt, wo wir entsprechende Messungen vorgenommen haben. Das ist ein ziemlich robuster Befund. Gibt auch andere Korrelationen hier noch, die ganz spannend sind. Aber das sind, sagen wir, Charakterunterschiede. Und dann kann man sich fragen, diese Spendenbereitschaft, von der ich gerade gesprochen habe, sagen wir, nehmen das Experiment, das könnte aber auch von der Situation abhängen. Das heißt, das ist die zweite Quelle von Variation. Nicht mein Charakter, meine Persönlichkeit, sondern die konkrete Umgebung, die Entscheidungssituation. Und hier direkt vielleicht mal ein Beispiel. Angenommen, ich werde beobachtet, während ich aufgefordert bin, irgendeinen Geldbetrag, sagen wir, fürs Rote Kreuz zu spenden. Oder ich werde nicht beobachtet. Mhm. Aus vielen Experimenten wissen wir, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Leute etwas oder auch mehr geben, höher ist, wenn sie beobachtet werden. Warum? Weil sie vor anderen gut dastehen wollen. Also nicht nur vor sich selbst, wie Sie im ersten Experiment geschildert haben, sondern auch vor anderen. Auch vor anderen. Und der Wunsch nach einer guten Reputation vor anderen ist eben hier ein ganz wesentlicher Treiber. Und das wäre dann sozusagen, wenn ich jetzt dasselbe Individuum mir vorstelle, einmal unbeobachtet und einmal beobachtet, würde man eine Verhaltensänderung feststellen.
die nicht mit Charaktereigenschaften zu erklären ist, jedenfalls im engeren Sinne, weil das ist ja dieselbe Person geblieben, aber die Situation war eben eine andere. Mhm. Ne? Und das heißt, das sind die beiden Hauptfaktoren, die unser Verhalten erklären, die unterschiedliche Situation. Und genau, wenn man die Situation besser versteht, die es wahrscheinlich oder unwahrscheinlicher machen, dass man sich gut fällt, kann man natürlich dann da auch gesellschaftspolitisch ansetzen. Und das andere sind eben unsere Persönlichkeits- oder Charaktereigenschaften. Kann ich dann da meinem Kind, meinen Kindern beibringen, schon früh bessere Menschen zu sein? Ich habe so ein bisschen Mühe mit dem Begriff beibringen, aber wir wissen aus mittlerweile vielen Studien, dass es einen sehr starken elterlichen Einfluss gibt. Die, sagen wir mal, einfachste Art von Evidenz ist, wenn Sie sich anschauen, die Korrelation in der Prosozialität von Eltern mit ihren Kindern, finden Sie durch die Bank, dass wenn die Mutter oder der Vater altruistischer ist zum Beispiel, oder vertrauensvoller und auch vertrauenswürdiger und so weiter, dann ist das Kind in der Regel auch altruistischer, vertrauenswürdiger. Das ist eine ziemlich starke, wenn man so will, intergenerationale Weitergabe von Charaktereigenschaften. Was das im Kern sozusagen, wo das herkommt, das ist nicht so ganz eindeutig. Das ist wahrscheinlich eine Mischung aus drei Dingen, nämlich der gemeinsam geteilten Umgebung, die eine Rolle spielt. Das zweite ist natürlich die Genetik, die auch ein Stück weit, also biologische Faktoren, Genetik eine Rolle spielen. Und das dritte ist, und das ist ein Aspekt, deswegen hatte ich ein ganz kleines bisschen gezuckt, als Sie sagten, beibringen. Ich glaube, dass sehr viel gerade im Kindesalter mit Imitation zu tun hat. Dafür gibt es auch viele gute Belege, dass Kinder insbesondere darüber lernen, Dinge nachzumachen. Und wenn sie jetzt eben bei ihren Eltern sieht, das Kind, ja, das sieht jetzt bestimmte Verhaltensweisen und ist in der ganzen Entwicklung auf Imitation gepolt sozusagen, dann ist es ziemlich naheliegend, dass wenn ich Eltern beobachte, die, sagen wir mal, eben an der Ampel nicht bei Rot rübergehen oder die bei, wenn dann die ältere Dame da steht, sagt, kann ich ihre Tasche mit hochtragen in den dritten Stock und so weiter. Ja, jeder kann sich jetzt hier Beispiele ausdenken und das Kind steht immer daneben und sieht, was da passiert. Und in dem Sinne, glaube ich, spielt Imitation und unser eigenes Verhalten als Eltern da eine ganz zentrale Rolle. Man könnte so weit gehen zu sagen, wer Kinder hat, wird eigentlich durch die Kinder erzogen, denn er weiß, sein schlechtes Vorbild wird imitiert und das zwingt einen manchmal dazu, vielleicht doch gerade am Tisch zu sitzen und nicht in der Nase zu bohren, weil man das ja von seinem Kind vielleicht auch nachher nicht sehen will. Ja. Also insofern würde ich schon sagen, haben Eltern oder auch die soziale Umgebung, das sind nachher natürlich andere Einflusspersönlichkeiten, also das sind Lehrerinnen und Lehrer oder in der Kita natürlich Kindergärtnerinnen und Kindergärtner, nachher auch natürlich die Freundinnen und Freunde und so weiter, die einen sehr starken Einfluss auf unser Sozialverhalten haben. Wenn wir jetzt nochmal auf den Arbeitsalltag schauen, was sind denn so diese typischen moralischen Stolperfallen, die uns im Job begegnen? Ja, also im Job zum Beispiel würde ich sagen, ist Gruppen, das Handeln in Gruppen ein guter Kandidat, weswegen wir scheitern können. Hier wäre so ein Stichwort Diffusion von Verantwortung. Das kennen Sie natürlich, wie ich gerade erfahren habe, auch sehr gut. Nicht jetzt, weil Sie sich über Ihre Kollegen beschwert hätten, so im Gegenteil natürlich nicht. Aber so eine Zeitung ist natürlich eine Gruppenarbeit. Ja. Und an verschiedenen Stellen ist es dann vielleicht für den Einzelnen schon mal naheliegend zu sagen, naja, vielleicht kontrolliert das ja nochmal jemand anders, guckt schon nochmal einer drüber. Wird schon einer gesehen haben. Wird schon noch einer drüber gucken, genau. Und das ist eben genau nicht so, wenn ich weiß, ich bin alleine für diesen gesamten Vorgang verantwortlich und zuständig. Und das ist ganz typisch, immer wenn Gruppen eigentlich miteinander handeln oder interagieren, dass dann Verantwortung diffus wird. Und aus der experimentellen Forschung weiß man auch, dass Gruppen deswegen häufig weniger dazu neigen, zum Beispiel Hilfe zu leisten oder als moralisch erkannte Ergebnisse durchzubringen. Eine der ganz wesentlichen Argumente hier ist immer, ja, wieso soll ich das tun? Oder wenn jemand anders sich schlecht verhält, dann passiert vielleicht ohnehin das Schlechte, dann kann ich das auch machen. Mhm. Und wenn Leute sowas anfangen zu glauben, dann ist es auch vollkommen rational, das zu tun. Vor allem, wenn man eben eine utilitaristische Moralvorstellung hat, die nicht danach fragt, was ist richtig, sondern was kommt am Ende raus. Ne? Und ja, das wäre ein Beispiel für eine solche Stolperfalle. Mhm. Gut, das kann man natürlich auch auf alles anwenden, ne? Tun Sie ja auch in Ihrem Buch, ne? Dass wenn ich nicht mehr speziell
verantwortlich bin oder es nicht rückführbar ist, ob ich verantwortlich bin oder nicht, dass ich dann natürlich auch schneller die Verantwortung abgeben kann. Ne? Total. Also da sind wir beim nächsten Stichwort Delegation. Ist auch wieder eine Art von Gruppenentscheidung eigentlich. Sagen wir, im Minimalfall sind es zwei Personen. Eine Person delegiert an jemand anderen. Und auch hier weiß man aus der Forschung ganz gut mittlerweile, dass damit es leichter wird für beide, nämlich sogar Dinge umzusetzen, die sehr egoistisch sind, also zu deren eigenen Vorteil, aber zulasten Dritter eben dann einen Schaden erzeugen. Und die Psychologie dahinter ist eigentlich die, der die Entscheidung delegiert, sagt, naja gut, ich habe es ja nicht gemacht, ja, wäscht seine Hände in Unschuld und sagt, naja, das hat ja dieser Agent für mich gemacht. Oder die Agentin, und dieselbe wiederum kann sagen, naja, ich habe ja nur das gemacht, was mir sozusagen implizit oder explizit aufgetragen wurde. Wenn man sich den Dieselskandal zum Beispiel anschaut, einer der größten Industrieskandale der Nachkriegszeit, das hat ganz viel von diesen Dynamiken, wo also der eine nicht weiß, was der oder vorgibt, nicht zu wissen, was der andere wusste oder angeblich sich damit rausredet, was von ihm erwartet wurde. Können wir ja auch gerade live vor Gericht beobachten mit Rupert Stadler und den gegenseitigen, wer sagt was wann aus. Und Sie haben vorhin schon mal gesagt, dass wir uns auch gerne Geschichten erzählen, um unsere Entscheidung auch zu rechtfertigen. Hat ja so ein bisschen was mit Selbstbetrug auch zu tun. Was sind denn da so die Tricks außer Geschichten erzählen? Also Geschichten ist ein sehr beliebter Trick. Ne? Ich hatte keine Zeit, habe ich ganz vergessen. Ah, nee, wusste ich ja nicht und so weiter. Mache ich nächste Woche. Genau, aufschieben ist auch eine sehr schöne Geschichte. Ist auch eine Verhinderungsgeschichte im Klimazusammenhang zum Beispiel häufig auch. Unter dem Stichwort, die Technologie wird es schon irgendwann richten. Ja, ist so eine schöne Verschieb- und Aufschieb-Geschichte. Die klingt gut, weil man ja eigentlich für Klima ist und so, ne, aber auch für Technik und so. Und in der Zwischenzeit muss ich eigentlich nichts machen. Mhm. Also Geschichten erzählen ist eine ganz, ganz wichtige Funktion. Eine andere ist, dass wir wegschauen, dass wir nicht wissen wollen, dass wir also die Handlungsfolgen unseres Verhaltens implizit oder bewusst oder unbewusst nicht wirklich reflektieren. Wir haben vielleicht so das Gefühl, naja, ich könnte jetzt rausfinden, welche Konsequenzen dieser Konsum zum Beispiel für Umwelt, für Arbeitsschutz, für die Rechte oder die den Nutzen Dritter hatte oder hat. Aber ich habe so das Gefühl, das könnte dazu führen, dass ich dann ein schlechtes Gefühl habe, wenn ich das kaufe, dann will ich es lieber nicht wissen. Mhm. Und es ist interessant, dass das funktioniert, weil die Entscheidung, es nicht wissen zu wollen, im Grunde genommen ja schon immer eine Entscheidung gegen die Moral ist. Mhm. Aber es fühlt sich nachher besser an, weil man ja sagen kann, ja, ich habe es eben nicht gewusst. Mhm. Dann weitere Verhaltensweise ist, dass man Entscheidungssituationen ausweicht. Mhm. Dass man also sich gar nicht erst in diese Prüfungssituation, wenn man so will, begibt. Ja. Schönes Beispiel dafür ist, ich gehe die Straße runter, auf der linken Seite sitzt ein Bettler und ich bin auf der linken Seite blöderweise und weiß genau, wenn ich jetzt an diesem Bettler vorbeigehe, fühle ich mich irgendwie schlecht. Entweder fühle ich mich schlecht, weil ich was gebe, ich will nämlich eigentlich gar nichts geben, oder ich fühle mich schlecht, weil ich nichts gebe, weil wie sieht denn das aus? Und dann habe ich vor mir selbst, und möglicherweise wird es auch noch beobachtet von anderen und so, sehe ich aus wie so ein Rüpel. Ja. Was ist die Lösung? Ich wechsle einfach die Straßenseite und schaue dann ganz unauffällig mal im Schaufenster, was auf der rechten Seite so ist. Ist eigentlich ganz interessant und entgehe sozusagen dann dieser Prüfung oder dieser Entscheidungssituation. Auch das ist psychologisch leichter dann für mich, weil ich kann ja nachher dann sagen, naja, ich konnte ja gar nichts geben, weil ich war ja gar nicht in der Nähe von diesem Bettler. Obwohl das natürlich in dem Sinne vollkommener Unfug ist, ich bin dem ja gerade vorher auch ausgewichen. Ne? Aber das ist dann scheinbar auch wieder leichter mit seinem Selbstbild zu vereinbaren. Und man ergänzt das vielleicht noch durch eine Geschichte, naja, ich wollte ja auch in diese Schaufenster auf der rechten Seite gucken, was zwar nicht stimmt, aber dann irgendwie im Nachhinein plausibel erscheinen. Und schon ist das Problem behoben. Das heißt, ich hab mich unmoralisch verhalten, wenn man das jetzt mal als moralisches Verhalten bezeichnen will, Bettler was geben, ohne dass ich mich wirklich schlecht fühle, weil ich sozusagen die Entscheidungssituation vermieden habe. Mhm. Noch ein weiterer Aspekt, der auch hier in diesen Themenkreis reingehört, würde ich sagen, wo wir uns gerne betrügen, ist mit einmal der Fähigkeit, uns an insbesondere die Dinge zu erinnern,
wo wir uns gut und richtig verhalten haben und gerne vergessen, wo wir nicht so gut waren. Mhm. Das ist sicher ein Schutzmechanismus auch unserer Psyche und vielleicht ist es auch ganz gut so, dass es manchmal so ist und für unsere Gesundheit und so weiter. Aber es führt natürlich dazu, dass wir ein Selbstbild von uns haben, was nicht unbedingt objektiv richtig ist oder mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Und das macht es eben für uns auch leichter, durch den Alltag zu kommen, obwohl wir uns eben nicht so verhalten, wie wir wollen, weil wir einfach vergessen, wenn wir uns dann eben schlecht verhalten haben. Vielleicht nur ein letzter Aspekt, moralische Buchhaltung ist auch so ein Trick, dass wir häufig so kleine Mini-Wohltaten machen und dann sagen, naja, also ich habe doch gerade dem Bettler 1 Euro gegeben, ich habe doch schon gezeigt der ganzen Welt und mir, was für ein Superheld ich bin. Und bei der eigentlich großen und richtigen und wichtigen Entscheidung, ja, wo es wirklich uns Eingemachte gibt, da sage ich dann, naja, nö, lieber nicht. Aber ist kein Problem, weil ich verrechne das mit meiner Wohltat von vorhin. Und dann würde ich gerne nochmal zurückkommen auf das ganze Thema, was Sie schon am Anfang angeschnitten haben, Gefühle, Emotionen. Neid ist, glaube ich, der größte Feind des Gutseins im Menschen, oder? Ja, Neid ist, also es gibt ja 2 Arten von Neid in der Wissenschaft. Der, sag mal, gute Neid ist der Neid, also erstmal, Neid geht's immer darum, jemand anders hat etwas, was ich auch gerne hätte. So, das begründet den Neid. Ne? Das kann Schönheit sein, Reichtum, eine Karriere, das kann Erfolg sein, was auch immer. Ne? Und da gibt's immer irgendwas, was Leute haben, was wir natürlich auch gerne hätten. So, und der gute Neid, der sagt jetzt, okay, Die hat jetzt diese tolle Laufbahn da und so, was hat die gemacht? Jetzt strenge ich mich auch an. Ne? Und das ist nicht destruktiv, sondern das motiviert mich. Das ist auch, warum manche in Wirtschaftswissenschaften sagen, Neid ist in dem Sinne auch ein produktiver, kann auch eine produktive Emotion sein, weil sie eben mich motiviert, mich auch anzustrengen zum Beispiel. Dann gibt es aber auch den, ich nenne es jetzt mal ein bisschen flapsig, den bösen Neid. Und der fragt nicht, ja, was muss ich tun, damit ich das auch haben kann, sondern wie kann ich das dem anderen kaputt machen? Und das ist das Böse und das Destruktive am Neid. Und das ist leider auch sehr häufig verbreitet. Ich habe also in Studien zeigen können, dass die, wenn ich Leute auf jemand anderen neidisch mache, eben zum Beispiel durch sexuelle Attraktivität in einem Experiment war das der Fall, dass dann die Bereitschaft, sich hier moralisch zu verhalten, extrem drunter gelitten hat. Also Neid ist in dem Sinne dann tatsächlich geeignet, uns gegenüber denen wir etwas neiden, uns besonders schäbig zu verhalten. Also während ich vielleicht gegenüber dem ich nicht neidisch bin, freundlich oder zumindest neutral gegenübertrete, ist es jemand, den mich dann etwas neide, möglicherweise so, dass ich ihm wirklich aktiven Schaden zufügen möchte. Und das erfüllt mich dann mit einer inneren Befriedigung, weil ich ja jetzt dem ich das neide, eben irgendwas wegnehmen kann, schade. Und wenn man so will, bildhaft gesprochen, die Differenz zwischen uns beiden ein Stückchen kleiner mache. Ne? Oder ihn sogar überhole, ne? Wenn ich es dann wirklich zerstöre auch. Ne? Und diese Form von Neid ist sehr gefährlich und findet sich leider auch auf Social Media und überall und im Alltag. Mhm. Ist in Unternehmen auch ein Problem, ist in Gruppen ein Problem ist eindeutig geeignet, die Welt schlechter zu machen. Jetzt haben Sie aber auch von Neid als Antrieb gesprochen. Das ist ja auch sowas wie Ehrgeiz in einem Job, ne? Ich möchte gerne nach vorne kommen, ich möchte gerne was Großartiges entwickeln, möchte das Unternehmen auf den richtigen Weg bringen, was auch immer. Das kann schon ja auch sehr förderlich sein, oder? Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass man sich Ziele setzt, dass man sich an anderen orientiert und auch manchmal denkt, oh Mensch, was der oder die geschafft hat, ist schon toll und das möchte ich auch und ich strenge mich deswegen nochmal extra an. Das ist absolut produktiv. Ich meine, das ist auch, wenn Sie zum Beispiel Ihre Laufzeit verbessern wollen, dann gehen Sie auch mit jemandem joggen, der ein bisschen schneller ist als Sie. Ne? Wenn Sie mit jemandem laufen, der ein bisschen langsamer ist, dann werden Sie sich wahrscheinlich nicht so verbessern. Das ist so eine ganz ähnliche Idee. Ne? Und jedes Mal finden Sie es vielleicht doof, dass er dann den letzten Kilometer dann doch nochmal sagt, ich laufe dann schon mal noch nach Hause und Sie hecheln hinterher. Das ist dann nicht so schön, aber dadurch werden Sie schon auch besser. Ne? Wenn Sie immer mit Leuten, die nicht so gut sind, vergleichen, geht sozusagen dieses Motiv dann auch ein Stück weit verloren. Ne? Und dagegen spricht ja auch gar nichts. Also wenn das wirklich, es gibt ja auch dieses wunderschöne Wort von ich glaube, war es Schiller oder Goethe? Ich glaube, es war, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Gegen die größten Vorzüge eines anderen gibt es kein Rettungsmittel als die Liebe. Und das ist so ein bisschen die Entscheidung. Ich kann mich an dem orientieren, ich kann das nacheifern, ich kann so viel und so gut arbeiten, wie ich kann. Und
Aber das kippt dann in den bösen Neid, wenn man sagt, jetzt hasse ich den, weil er so viel besser ist. Und da ist eben diese tiefe Einsicht, das beste Rettungsmittel ist dann die Liebe. Also wenn es in so einer Art positiven Anerkennung auch seinen Ursprung oder seinen Niederschlag findet, dann ist gegen so eine Konfrontation mit Leuten, die erfolgreich und toll sind, so überhaupt gar kein Problem. Ne? Im Gegenteil, dann kann es was Wunderbares sein. Aber sehr häufig entscheiden oder empfinden wir dann doch anders. Sie haben auch schon die Stimmung angesprochen, in der ich mich auch selber befinde. Ist das der gute Rat vielleicht, wenn ich was vom Kollegen, von der Kollegin möchte, sollte ich das in einem Moment tun, wo er sie gut gelaunt ist? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also man sollte nicht unterschätzen, dass die Bereitschaft zu Kooperation, nehmen wir mal ganz abstrakt jetzt, sehr viel höher ist, wenn jemand ausgeglichen, gesättigt, nicht gestresst, ausgeschlafen und wohlgemut und so weiter ist. Hingegen ein gehetzter, gestresster und so weiter Körper ist viel weniger bereit, die Empathie aufzubringen, die Geduld und auch die Großzügigkeit, die es dann vielleicht braucht, um einen solchen Gefallen oder einen Kooperationswunsch dann auch zu erfüllen. Also das ist sicher ein guter Rat. Was ich auch in dem zusammen mit Stimme und Emotionen auch jeder Mann, jeder Frau raten kann, ist, selbst wenn man sich sehr geärgert hat, diese E-Mail nicht direkt abzuschicken. Also ja. Da steht drin, du bist die blödste Sau aller und so weiter und so weiter. Jeder hat diese E-Mail schon tausendmal in seinem Kopf vielleicht schon mal formuliert. Mein Tipp wäre schreiben, ja, aber nicht abschicken. Mhm. Unter Entwürfe speichern. Unter Entwürfe sehr, sehr genau aufpassen, dass man nicht doch den die Adresse schon eintippt und dann ist sie dann doch weg. Sehr häufig wird es am nächsten Tag anders aussehen. Und natürlich soll man Konflikt nicht aus dem Weg gehen, man soll sie ansprechen, aber natürlich ist der Ton dann geeignet, die Dinge nur schlimmer zu machen. Und das fällt einem dann nachher selber auf die Füße und führt auch häufig zu Verhaltensweisen, die man eben auch selber an sich nicht möchte. Mhm. Nur weil ich selber unfair behandelt wurde, habe ich zwar vielleicht in dieser Sekunde das Bedürfnis, mich zu rächen und das ja zu wieder herzustellen, aber eigentlich will ich mich selber nicht unfair verhalten. Und deswegen ist es besser, Luft anhalten, mal drüber schlafen und am nächsten Tag gucken. Wenn es dann immer noch so ist, dann muss es halt sein. Jetzt brauche ich mal Ihren Blick als Verhaltenswissenschaftler auf mich. Ich versorge unseren Newsroom regelmäßig mit Süßigkeiten. Was steckt da bei mir dahinter? Also, ich glaube erstmal, unabhängig von dem, was Sie da verteilen, die Geste zählt. Und ich weiß nicht, wenn die Mitarbeiter das jetzt hören, ist vielleicht doof, aber ich glaube, dass das natürlich sehr positiv ist, weil alles, was die soziale Zusammengehörigkeit fördert und auch das Gefühl, dass man ein bisschen aufeinander achtet, ein bisschen füreinander auch einsteht, sich sozusagen auch die Fragestellung der anderen auch ein bisschen zu eigen macht, das ist natürlich für eine Motivation letztlich sehr, sehr wichtig. Also ich glaube, eins ist völlig klar. Auch wenn es nicht gesund ist. Ja, da komme ich gleich noch zu. Deswegen habe ich gesagt, unabhängig davon, dass Zucker ist. Ich hätte natürlich auch direkt sagen können, das geht natürlich gar nicht. Nee, Quatsch. Also so ein bisschen, das sind ja alle erwachsen. Wenn die das nicht möchten, müssen sie ja nicht essen. Bei Kindern wäre es ein bisschen anders. Also da, wenn sie jetzt so Dreijährige hätten und die würden jeden Tag so eine Tafel Schokolade mitbringen, würde ich sagen, das sollten sie nochmal kritisch hinterfragen. Bei Erwachsenen würde ich sagen, die sind ja selber groß. Und was da, glaube ich, zählt, ist tatsächlich diese Atmosphäre und diese Stimmung. Und was bei der Zeitung genauso gilt wie in jeder anderen Form von Unternehmung, am Ende ist man als Organisation, Unternehmung nur so gut, wie die Leute motiviert sind. Und alles, was eben Motivation aufrechterhält, vor allem eben auch eine faire und respektvolle Umgang und vielleicht auch mal Süßigkeiten zwischendurch, würde ich sagen, das bringt's. Und was eben fatal ist, ist eben, wenn man Leute ohne Respekt oder respektlos oder unfair behandelt, weil damit zerstört man natürlich die Motivation und das ist dann für ein Betriebsergebnis immer Kappes. Mit dem ganzen Wissen, das Sie haben, mit der ganzen Forschung, die Sie betrieben haben, glauben Sie heute weniger oder mehr an das Gute im Menschen als früher? Da müssten wir jetzt genau sagen, was früher heißt. Wenn früher ist, ich sag mal so Alter 6 oder 8, dann würde ich sagen weniger. Ja,
Ich glaube, ich bin groß geworden, hatte eine sehr schöne Kindheit, ein sehr liebevolles Elternhaus. Ich glaube, ich bin etwas optimistischer in diese Welt reingegangen, als ich im Moment bin. Mhm. Auf der anderen Seite würde ich sagen, wenn man als Forscher was mitnimmt, dann ist es vor allem, wie unglaublich vielschichtig unser Verhalten ist. Und ich wehre mich deswegen auch sehr vehement gegen so Vereinfachungstexte, Bücher, Aussagen, der Mensch sei gut oder der Mensch sei schlecht. Also das ist wie so eine Art Reminiszenz an Hobbes und Rousseau. Ja, Hobbes, der sagt ja, wir sind alle mehr oder weniger schlecht, ja, und einander ein Wolf und so weiter. Und Rousseau, nee, im Grunde sind wir ja gut und so. Das ist beides völliger Quatsch. Wie ich schon sagte, die Menschen sind total verschieden in ihren Charakteren. Sehr spannende Frage, wo das herkommt. Da gibt es ein Kapitel im Buch, wo wir uns angeguckt haben, wie die sozialen Verhältnisse da eine Rolle spielen, die soziale Umgebung. Mhm. Und dann ist es, wie wir schon jetzt ja auch besprochen haben, so, dass auch die einzelne Person sich manchmal besser und manchmal schlechter verhält. Insofern, es ist kompliziert und man kann nicht sagen, der Mensch ist gut oder schlecht, das ist einfach Unfug. Aber wir verstehen heute etwas besser, unter welchen Voraussetzungen es wahrscheinlicher wird, dass es sich gut oder schlecht verhält. Und ich glaube, das ist ein produktiver Zugang zur Frage, wie wir diese Welt ein bisschen besser machen können. Angenommen, da draußen hat jemand diesen Podcast gehört und nimmt sich jetzt fest vor, ich werde ein besserer Mensch. Was sollte er sie tun? Womit sollte er anfangen oder sie? Also ich bin natürlich überhaupt nicht dazu berufen und lehne das auch entschieden ab, irgendjemand irgendwas zu raten in dem Sinne. Was man abstrakt, glaube ich, sagen kann, ist vielleicht erstmal sich zu fragen, was möchte man denn eigentlich tun? Also das klingt jetzt ein bisschen banal, aber nur zu sagen, na, ich bin irgendwie nicht so ganz zufrieden mit meiner Performance, ja, dann sag doch mal, in welchem Punkt denn? Und dann nehmen wir mal einfach als irgendein Beispiel, dass man sagt, okay, eigentlich finde ich, ich habe einen ganz guten Jahreseinkommen und so, ich habe ein ganz gutes Einkommen, ich finde, dass ich zu wenig spende. Mhm. Und das ist, glaube ich, etwas, was auch sehr viele haben, so ein Bauchgefühl, irgendwie, ich könnte ein bisschen mehr machen. Ja. Ne? Und dann finde ich, wäre es produktiv zu sagen, okay, dann überleg dir doch mal, wie viel wäre das denn? Ne? Ist das vielleicht 1% deines Einkommens? Ist es 0,5%? Wenn du sehr großzügig bist, vielleicht auch mehr, 5% oder so. Sagen wir mal 1%. Und dann sagt man sich, na gut, 1%, das stimmt. Das wäre eigentlich so, ja, das ist jetzt nicht übermäßig altruist, bin kein Superheld, aber ist deutlich mehr, als ich jetzt mache und irgendwie fühlt sich richtig an. Und dann zu sagen, okay, dann geh auf eine Website, da gibt's ganz tolle Websites, und such dir den Spendenzweck aus, von dem du glaubst, dass er am effektivsten ist und auch am wichtigsten. Ne? Wobei das ja auch voraussetzt, dass ich mich erstmal ehrlich mache, dass ich erstmal mir bewusst mache. Absolut. Nee, absolut. Also das hat sich sozusagen jetzt mal vorausgesetzt, dass es dieses Bewusstsein gibt, ne, dass ich da in so einer Diskrepanz lebe. Das, wie wir vorhin besprochen haben, ist natürlich genau etwas, was schon nicht so leicht ist, weil wir ja gerne auch von uns glauben, dass wir eigentlich ganz gut sind. Aber wenn man an dem Punkt ist, wo man dann für sich das eben so feststellt, dann zu sagen, dann gehe ich jetzt, suche mir die entsprechende Organisation, mach den Dauerauftrag und dann bin ich auch fertig. Und dann, das ist das Tolle, wenn man sowas dann eben auch einfach macht, bin ich auch im Grunde genommen nicht mehr verwundbar für irgendwelche zusätzlichen Anfragen von irgendwelchen, sagen wir mal, Bettlern, Obdachlosen oder irgendwelchen Wurfsendungen in meinem Briefkasten. Weil ich kann ja sagen, ich will 1% und das mache ich und damit bin ich happy und dann ist gut. Ne? Also den Dingen sozusagen nicht mit großen Entwürfen und Visionen und nächstes Jahr wird alles besser. Das glaube ich, funktioniert einfach nie. Sondern auch im Kleinen die Welt konkrete, sich konkrete Schritte überlegen, zu sagen, was ist für mich auch machbar. Ich finde zum Beispiel, der zu hohe Anspruch an sich selbst ist manchmal auch ein Feind des Guten, weil man dann sagt, naja, ich muss ja alle alten Menschen im Altenheim besuchen, kann ich aber nicht, dann kann ich auch gleich zu Hause bleiben. Dann fang doch mal mit einer Person eine Stunde in der Woche an. Ja. Und das ist dieser erste Schritt, dieses im Kleinen was zu verändern, glaube ich, das ist eine Sache, die sich oft, glaube ich, sehr gut und richtig anfühlt. Und das wäre so ein konkreter Tipp. Herr Falk, vielen Dank. Ich habe zu danken. War sehr schön. Danke. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt.
Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir gerne eine Mail. Die Details finden Sie in den Shownotes. Danke an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Lukas Teppler und Regina Körner und Migo Fecke von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wenn Sie grundsätzlich immer auf dem Laufenden sein wollen, dann testen Sie doch gerne unser Handelsblatt-Vorteilsangebot. Damit lesen Sie die aktuellen Artikel plus alles aus dem Archiv für 4 Wochen für nur 1 Euro. Schauen Sie doch einfach mal nach unter handelsblatt.com/Mehrwirtschaft. Die Details dazu finden Sie in den Shownotes. Wir hören uns dann nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen interessante digitale, aber natürlich auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes.